Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ach, das ist schon wieder Let's Play gesagt. Gothic 2, die Nacht des Raben. Ey, Hivermod. Mir ist aufgefallen, im letzten Part war kein Audio, weil OBS, ich weiß nicht wieso, ich habe einfach nach und nach aufgenommen, ich hatte ja meine Testaufnahmen gehabt. Und auf einmal hat sich das Audio-Dings verschoben und obwohl ich nichts gemacht habe, ich muss ja nur F6 drücken, da kann ich ja jetzt nichts großartig verschieben. Leider ohne Ton, der letzte Part ist meins schon, aber halt der Ton war nicht dabei. Dann war der Ton komplett verschoben, das heißt, ich habe ein Schwert gezogen, 5 Sekunden später gefühlt kam erst der Schwertzug. Lag daran, das waren die letzten Aufnahmen auch, weil ich das als Fensteraufnahme machen muss, weil irgendwie Gameaufnahmen nicht mehr ging. Jetzt habe ich es noch mit Gameaufnahmen versucht, jetzt geht's plötzlich wieder. Es ist sehr, sehr gruselig. Wir reden mal mit Vatras. Und lass uns einfach weitergehen. Ich habe alles erledigt, was du mir aufgetragen hast. Hier hast du das reparierte Auge. Tatsächlich fehlt nun nichts mehr, um das Umkehrritual zu vollziehen. Was ist mit dem Sumpfkraut? Ach ja. Hast du denn 3 Sumpfkrautpflanzen dabei? Ja. Okay, hier hast du die 3 Pflanzen. Großartig. Das hast du gut gemacht. Doch trete nun beiseite, damit wir mit der Zeremonie beginnen können. Möge sich unser Geist vereinen. Okay. Wir sehen die Farben des jeweiligen Gottes, rot für Innos, blau für Adonos und violett für Belia. Das schon. Wie steht's ums Auge? Denke da. Und vergiss nicht. Okay, ist noch nicht zu Ende. Jetzt. Es ist vollbracht. Es ist uns gelungen, den Plan des Feindes zu vereiteln und das Auge wieder zu heilen. Lass dir den Umgang mit seiner Macht von Pyroka erklären. Ich hoffe, ich werde dich wiedersehen, wenn du deine Aufgabe erledigt hast. Leb wohl. Gut. Nun, da das Auge Innos geheilt ist, musst du den Drachen entgegentreten. Sie alle dienen Belia, dem Gott der Finsternis. Aber es muss eine irdische Macht geben, die sie kontrolliert. So viel ist mir inzwischen klar. Finde heraus, was die Quelle dieser Macht ist. Sobald du etwas herausgefunden hast, kommst du zu mir zurück. So, ihr habt es geschafft, das Auge Innos ist geheilt. Ihr habt es geschafft. Das Auge Innos ist geheilt. Ich hätte es fast nicht für möglich gehalten. Was bleibt mir hier noch zu tun? Halte dich nicht mit Nichtigkeiten auf. Geh und vernichte die Drachen. Hier hast du das Auge. Bedenke, dass du erst mit einem Drachen gesprochen haben musst, bevor du ihn angreifst. Die Macht des Auges wird die Drachen dazu zwingen, mit dir zu reden und dir die Wahrheit zu sagen. Außerdem bietet es dir Schutz gegen ihre Angriffe, wenn du es trägst. Jedoch ist seine Kraft nicht beständig. Du wirst es wieder mit magischer Energie füllen müssen. Dazu brauchst du die Essenz eines Drachenherzens, das du an einem Alchemietisch mit dem Auge vereinst. Erst dann kannst du es wagen, einem weiteren Drachen entgegenzutreten. Danke. Ich werde es mir merken. Du hast alles, was du brauchst. Geh nun. Du hast nicht mehr viel Zeit. Gut. Gucken wir uns das auch gleich mal an. Ich habe nämlich gerade einen sehr, sehr bösen Gedanken. Den jetzt. Ja. Ja. Sehr toll. Sehr, sehr schön. Ich muss mein Stärke-Amulett ablegen, um das zu tragen. Aha, fuck. Ja, gut, müssen wir jetzt Stärke-Sachen dafür einsetzen. Geht nicht anders. Geht nicht anders. Mist. Das ärgert mich gerade. Ärgert mich gerade richtig, aber na gut. Ist nicht so schlimm.
werden uns jetzt zum Pass teleportieren. Hab ich Pass noch drinnen? Ne, habe ich nicht. Wir gehen jetzt zum Pass. Die sind ja schon mit Erfahrungspunkten aus. Ja, nee, das schaffe ich nicht mehr. Vor allem, weil ich jetzt auch nicht mal zurück ins Minental kann. Da waren aber auch teilweise hier diese Elite-Viecher. Naja. Weil die Orks-Elite-Leute sind sehr, sehr stark. Hafenstadt, wir kann eigentlich erstmal alles hier raustun, was ich nicht mehr brauche. Brauche ich auch nicht. Ich brauche Burg. Und jetzt das Mintal. Und so ist der Pass. Da. Auf mit Level 29 in Kapitel 4. Werden wir schon irgendwie schaffen. Dann machen wir die Tür wieder zu, weil nicht, dass irgendwas durchkommt. So. 5 Minuten haben wir, naja, 6 Minuten haben wir jetzt schon, sehr gut. Jetzt müsste Kapitel 4 starten. Drachenjagd. Natürlich wieder viel zu laut. Ja, Tagebucheintrag. Na. Toter Drachenjäger. Welträuberzang. Muss aber ganz schön lecken. Oh, und wir sind wieder so langsam. Aber hier unten müsste gleich eine Gruppe von Drachenjägern rumstehen, genau. Er ist gerannt, als ob Bilja selbst hinter ihm wäre. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Ja, Jorn. Als ob ich nicht schon. Hey, du. Hey, komm mal her. Eckjorn. Was willst du? Das Tal ist ziemlich gefährlich und ohne die richtige Ausrüstung ist man hier schnell tot. Ich nehme an, du hast die richtige Ausrüstung. Du hast es erraten. Ich würde sie dir sogar verkaufen. Mich fragt ja keiner. Was hast du anzubieten? Ich wundere mich über gar nichts mehr. Das kann man mitnehmen, das auch. Meinung brauchen wir nochmal. Information brauchen wir jetzt nicht. Ist irgendjemand, mit dem wir kämpfen können? Es kommt nur auf die. Hä? Also komm her. Was? Möglich ist alles. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus den. Es kommt nur auf die Kraft an. Sind aus der Stadt. Natürlich. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. So. Aus der Stadt also. Siehste, hast es kapiert. Hier, nimm erstmal einen Schluck. Natürlich, ist auch mit dem Diesel natürlich am besten. Was macht ihr hier? Wir haben von der Drachenjagd gehört. Genau, das hab ich auch also gehört. Haben wir unsere Sachen gepackt und sind hierher gekommen. Aber, um ehrlich zu sein, sind mir die Drachen scheiße egal. Ich will nur ein bisschen Gold. Drachen haben doch Gold, oder? Bestimmt. Das hat er wirklich behauptet. Was weißt du über die Drachen? Ich kenne nur die Geschichten, die man den Kindern erzählt. Glaubst du? Du weißt schon, Jungfrauen, Gold, Feuerspucken und so ein Zeug. Wo wollt ihr von hier aus hin? Keine Ahnung. Wir überlegen noch. Daran wird sich nie etwas ändern. Was ist mit den Orks? Die ganze Burg ist umstellt. Es gibt keine Lücken. Sich da durchzuschleichen ist Wahnsinn. Wenn du versuchst zu kämpfen, kannst du dich gleich begraben lassen. Niemand kommt da durch. So. Wir haben natürlich den Teleportstein, aber wir werden trotzdem versuchen, uns durchzukämpfen. Wir alle Namen hier. Hey, Korn! Wie ich sehe, hast du dich den Drachenjägern angeschlossen. Ich bin Silvio ins Minental gefolgt, weil ich mich hier einfach am besten auskenne und mir die Situation hier nochmal genauer ansehen wollte. Ich sag dir was. Hier braut sich ganz schön was zusammen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viele Orks auf einen Haufen gesehen.
Würde mich nicht wundern, wenn Garond und die Paladine in der Burg schon längst alle geflohen sind. Oder getötet wurden. Das hätte ich dir vorher sagen können. Was hast du jetzt vor? Ich werde erstmal den Jungs hier ins Minental folgen und mich dann später absetzen. Ich muss unbedingt herauskriegen, was die Orks vorhaben. Glaubst du wirklich daran? Ich sehe dich dann. Pass auf dich auf. Das sind doch alles Uhukuren. Hast du was zu trinken? Ich vermute, du willst kein Wasser. Nein, verdammt. Ich brauche irgendwas mit Alkohol, damit endlich diese verdammten Kopfschmerzen weggehen. Wenn ich längere Zeit nichts zu trinken hatte, fühlt sich mein Schädel an, als würde er jeden Moment explodieren. Hier hast du was. Holder. Ich habe für so etwas keine Zeit. Da lacht das Herz. So, jetzt kann ich auch wieder klar denken. Was kann ich für dich tun? Das höre ich zum ersten Mal. Ich suche jemanden, der mir was beibringen kann. Ich könnte dir schon ein paar Sachen beibringen. Ich bin der beste Kämpfer weit und breit. Für dich mache ich sogar einen Freundschaftspreis. 300 Goldstücke. Ey, lass mal stecken. Das ist mir zu teuer. Zu teuer? Das ist weniger, als jeder andere in meiner Situation nehmen würde. Überleg es dir. Ja, das höre ich zum ersten Mal. Ja. Gut, und dann sprechen wir noch mit Bliff, weil ich glaube, der mit dem kann man kämpfen. Was machst du hier? Das ist wirklich die dämlichste Frage, die ich seit langem gehört habe. Wonach sieht's denn aus? Ich könnte dir Sachen erzählen. Ich kann deinen bescheuerten Gesichtsausdruck nicht einordnen, deshalb frage ich nach. Du hast eine zu große Schnauze für meinen Geschmack. Wird Zeit, dass sie dir jemand stopft. Pass auf! Ja, so ist gut! Ja, sehr gut, dass sie zurückgehen. Ja, so ist gut! So, Gruppe Kriegsachs lassen wir mal. Hat der irgendwas? Ja, das nehmen wir mit. Das kann er behalten. Ich werde mich da nicht an. So, dann warten wir mal, bis er wieder aufsteht. Haha, dann machen wir ein bisschen vorlaut. Er ist gerannt, als ob Bilja selbst hinter ihm her wäre. Ich habe für so etwas keine Zeit. 500 Erfahrungspunkte, das ist ganz gut. Wir haben uns noch 10.000 zu Not. Ja. Ich glaube nicht. Uiuiui, das wird noch eine ganz schöne Ecke werden. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Ich kann das nicht glauben. Warte mal. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Wie wär's, wenn du ab jetzt für mich arbeitest? Das war doch klar. Hm. Warum nicht? Ja. Was zahlst du? Du musst einfach mehr trainieren. Ich hab da meine eigene Meinung. Du kannst froh sein, wenn ich dich leben lasse. Verarschen kann ich mich allein. Meine Meinung will ja keiner hören. Immer wieder. Ich zahle. Na schön, das ist immerhin. Sehr gut. Es ist gut, wenn man noch jemanden hat, der mit uns kämpft. Hey du! Typen wie du sollten aufpassen, wo sie hingehen. Was willst du mir damit sagen? Ich will sagen, dass die Luft hier draußen verdammt dünn ist. Hier wimmelt es nur so von Orks und Monstern. Von den Drachen ganz zu schweigen ist nur eine gut gemeinte Warnung. Das war keine große Sache. Kannst du mir auch was erzählen, was ich noch nicht weiß? Ich kann dir einen guten Rat geben und der ist sogar ganz umsonst. Wir können hier niemanden gebrauchen, der schon beim kleinsten Drachenfurz gleich in Ohnmacht fällt. Geh nach Hause. Das ist eine Sache für ganze Kerle. Ja, das habe ich gesehen. Bist du hier der Anführer? Sehe ich so aus? Bestimmt nicht. Wir brauchen keine Wichtigtuer, die uns rumkommandieren. Als Silvio versucht hat, hier den Boss raushängen zu lassen, haben wir ihn mitsamt seinen Freunden mal gezeigt, was wir davon halten. Es gab eine Keilerei. Anschließend sind sie auf eigene Faust losgezogen. Hoffentlich ist Silvio in einem orkischen Kochtopf gelandet. Tja, Zusammenhalt ist ja bei denen nicht so groß. Tag so, ihr wollt also Drachen töten. Klugscheißer, weißt du denn, wie man einen Drachen zur Strecke bringt? Meinst du, das Vieh wartet, bis du ihm in aller Ruhe den Kopf vom Hals schlägst? So etwas braucht gute Planung und entschlossenes Vorgehen. Ja, und das Auge in uns. Verstehe. Und wie wollt ihr vorgehen? Wir werden erst mal auskundschaften, wo wir die Viecher finden. Erst dann machen wir uns Gedanken, wie wir am besten zuschlagen. Ich glaube, ihr findet nicht mal ein blindes Schaf. Was? Ich soll dir wohl deine dämliche Fresse einschlagen. Oh, der nächste Kampf. War aber nicht so stark wie Liv anscheinend, hat auch nicht so viele Erfahrungspunkte gegeben.
Warum habe ich nur noch 5? Ach stimmt, ich habe ja einen. Ja genau, wir haben ja schon 10 Lernpunkte fürs Einhandkampf draufgehen lassen. Stimmt, da war ja was. Auch immer gesagt. Da war ja was. Davon lass ich lieber die Finger. Komm, Gorgan, steh auf. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Darüber reden Sie. Darüber reden wir sicherlich noch. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Ja nicht, dass das alles gar nichts. So, ja, er ist natürlich noch ein Krieger bei uns. Bedeutet, wir können uns doch ein bisschen weiter vorwagen. Eigentlich könnten wir uns jetzt direkt mit der Teleportationsrune in die Burg begeben. Nein, brauchen wir aber nicht. Sind wir hier unten? Legen tote Snapper rum. Oder Drachen-Snapper. Haben wir die schon? Ach ja, stimmt, die habe ich ja erledigt, genau. Den haben wir erledigt. Sehr gut, wo gehen wir dann noch weiter? Ah, da. Das sind auch noch Drachen-Snapper. Die habe ich glaub gelassen, die habe ich nicht ganz geschafft. Bin ich weggerannt. Ja, wir haben jetzt natürlich eine Bekleidung, die ich natürlich nicht hatte. Das war's auch für die Drachensnapper. Bin allerdings eher auf der Suche nach Orks. Das ist ein Warg da hinten. Warg. Das sind Orks. Wir sammeln mal ein paar Erfahrungspunkte. Ja, können wir glaube ich gerade nicht machen. Ich weiß nicht. Oh nein, jetzt habe ich den Falschen getroffen. Oh Mann. Ja. Er hat mitten im Kampf einfach den Kompan angegriffen. Ärgerlich. Brauchst du? Klar. Muss ihn jetzt den besten Heiltrank. Ist nicht wahr, so wenig. So wenig hat das gegeben. Na gut, wir sehen uns im nächsten Part. Ich gehe wieder zurück, weil das bringt nichts. Ich denke, wie du meinst. Im nächsten Part sehen wir uns dann wieder, weil es bringt nichts. Guck mal, wie viel Trinken die wir geben müssen. Bis morgen. Ciao. Wenn es ja weitergeht gegen Drachen und gegen Orks.